Mit Beginn des dritten Spieltages gewann die BWG den Sprungball gegen die Telekom Baskets Bonn 2. Doch trotz einer langen Anreise war bereits der erste Angriff der Herford erfolgreich, da Alan Boger durch gutes Passspiel den Humpel im Post finden konnte. Die Reserve der Bundesligamannschaft aus Bonn konnte jedoch in ihrem ersten Angriff ebenfalls von leichtschläfriger Defense der Gäste profitieren. Doch dies schien ein Weckruf für die BWG gewesen zu sein, welche nun entschlossen und intensiv den Korb der Gastgeber attackierten. Die kleine Führung der Werrestädter wurde jedoch im direkten Gegenzug durch einen Dreier aus dem Projekt egalisiert und so war das Spiel trotz guter Defense der Herforder eng und intensiv. Keine der beiden Mannschaften wollte nachlassen, doch Bonn fand schneller ins Spiel und hatte einige sehenswerte Korberfolge. Die Herforder Mannschaft und Coach Will Massenburg fanden weder gegen den Drive noch gegen den Wurf ein probates Mittel. Zwar fand man auf Seiten der Herforder offensiv ebenfalls ins Spiel, doch man konnte den Rhythmus der Gastgeber zu diesem Zeitpunkt nicht entscheidend beeinflussen. So ging es mit einem 5-Punkte-Rückstand aus Sicht der Gäste ins zweite Viertel. Herford begann den zweiten Spielabschnitt mit viel Druck auf den Ballführenden, was Bonn zunächst etwas verunsicherte und man so im nächsten Angriff mit Alan Boger auf 2 Punkte Rückstand verkürzen konnte. Doch auch Bonn fand im Gegenzug eine Möglichkeit zu scoren und so war die Führung weiterhin knapp in den Händen der Gastgeber. Nun entwickelte sich ein offensiv geprägtes Spiel mit vielen Aktionen beider Mannschaften. Sei es ein Dreier von außen oder Punkte am Korb, diese Partie bot offensiv viel Potenzial mitzufiebern. Doch gegen Ende des Viertels gelang es Bonn, einen kleinen Lauf für sich zu verbuchen und so wurde die Führung der Gastgeber immer größer. Auch sauber durchlaufende Plays konnten am Rückstand von 9 Punkten zur Pause leider nicht viel ändern. Nach der Halbzeit war das Momentum der Bonner jedoch vorerst vorbei. Denn trotz des ersten erfolgreichen Korbes der zweiten Hälfte konnte man auf Seiten der BWG durch aktives Nachsetzen beim Offensivrebound und gute Defense das Polster der Gastgeber zusehends egalisieren. Mit Mitte des zweiten Viertels war man so wieder auf 2 Punkte hinten an, was den Coach der Bonner zu einer Auszeit zwang. Doch die Männer von der Werrestadt machten dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Eine harte Penetration und gutes Passspiel ermöglichte erstmals die Führung. Und nun fiel auch der Wurf von außen. Zwar stemmte sich Bonn weiterhin gegen die Macht des offensiven Arsenals der BWG Herford, doch in dieser Phase des Spiels war das Momentum der Herforder schlicht und ergreifend zu groß und so ging es letztlich mit einer 5-Punkte-Führung in den letzten Spielabschnitt dieser Begegnung. Im letzten Viertel ging es nun darum, den ersten Auswärtssieg der Saison in trockene Tücher zu wickeln und so ging die Mannschaft und Coach Will Massenburg konzentriert in die letzten und entscheidenden 10 Minuten der Partie. Der Ball wurde weiterhin gut bewegt und man fand offene Würfe und ein erfolgreicher Dreier aus der Transition heraus ließ die Führung der Gäste erneut wachsen. Doch Bonn wollte sich nicht geschlagen geben und scorte ebenfalls von außen. Die nun gespielte Ganzfeldpresse der Gastgeber war für die Spieler der BWG Herford jedoch kein allzu großes Hindernis. Eröffnete sich so doch die Möglichkeit, den Ball schnell zu bewegen und den Korb zu attackieren. Die Führung nun zweistellig gelang den Bonnern erneut das Verkürzen am Ring, der gute Verteidigung und schnelles Umschalten für Punkte auf Seiten der Herforder sorgte. In den letzten Minuten eines engen Spiels war jedoch das Teamplay der Herforder entscheidend für den Erhalt der Führung. Die Pässe waren präzise und trotz aufopferungsvoll spielender Bonner ließ man sich nicht beirren und behielt die vom Trainer angepeilte Spielweise bei. Doch die Gastgeber gaben nicht auf und so warf man sich mit allen Mitteln gegen die angereiste Mannschaft aus Herford. Doch trotz des spektakulären Dunkings auf Bonner Seite und der nun schwindenden Führung blieben die Herforder cool. Und so konnte man im direkten Gegenzug das Foulspiel beim Drive zum Korb provozieren. Mit dem Momentum auf der Kippe verließ Jan Behrens in den Schlusssekunden des Spiels seine Nervenstänke an die Linie und verwandelte beide Freiwürfe, was die Führung auf 6 Punkte aus Sicht der Herforder wachsen ließ.
Nachdem die Bonner den letzten Angriff nicht erfolgreich abschließen konnten, gewinnt die BWG Herford nach einem eng umkämpften Spiel zu Recht mit 76:70 gegen die Telekom Baskets Bonn 2. Zum Schluss noch die Zahlen der Partie für Sie im Überblick.